Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, Freunde, in der römischen Kampagne. Und ja, Freunde, seht ihr das? Wir haben tatsächlich, die Mission habe ich tatsächlich nochmal neu angestartet. Und es ist doch echt von Vorteil. Vielen Dank auch an den Elite und auch an den Hiski-LP, die mir hier doch geschrieben haben, ich soll doch mal die Missionsbeschreibung genau lesen. Weil hier steht ja, bringen Sie Caesar in die Nähe des Senators von Pisae und wählen Sie ihn an, um ihn mit 200 Einheiten Gold und Eisen und Nahrung zu Stein zu bestechen. Das heißt, wir wissen einfach nur, wir müssen hier gar nicht hier über dieses Menü handeln. Da wäre ich nie drauf gekommen, ganz ehrlich. Wir müssen nämlich einfach nur hier mit diesen Senatoren einfach zu den Senatoren der Städte hin, die dann mit dem Caesar anklicken. Und dann kriegen wir die Städte. Schaut euch das an. Wir haben jetzt hier, ja, einiges an Städten und haben auch einiges an Ressourcenzufuhr. So, seht ihr das? Asculum wird sich für jeweils 250... wie ungewöhnlich so viel Nahrung zu verlangen. Genau, wir haben hier diese 750 Einheiten Nahrung. Wie ungewöhnlich so viel Nahrung zu verlangen. Genau. Das ist jetzt die Frage. Wo kriegen wir jetzt die Nahrung her? Ach, aber die Stadt hier, die kriegen wir doch sowieso. Bam, bam, bam. Bam, bam, bada, bada. Genau, die Stadt, die kriegen wir doch hier sowieso. Ah, lass das doch mal. Lass das doch mal. Genau, die Stadt, die kriegen wir ja später auch eh. Wenn wir da die Bauern hinschicken, ne? Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir das nochmal hier mit der Schlacht um Rom. Genau. Aufmachen! Beziehungsweise hier kaputt machen die Leute. Genau, wir können die kaputt machen hier. Sehr gut. Den hier auch bitte kaputt machen. Oh, da kommen Einheiten. Okay, alles klar. Wunderbar hier. So. Dann. Moiche Mölder haben versucht, Caesar zu ermorden. Ja, das ist okay. Gut, dann mach bitte noch diesen einen Bogenschützen da weg. Und dann schießen wir jetzt hier unser Loch rein. So. Ja, Freunde, es tut mir leid, dass ihr diese Szene jetzt nochmal seht. Aber das ist der einzig gute Weg hier. Also, ich weiß ja nicht. Ah, da sind wieder Bogenschützen. Mach die weg. Genau. Sehr gut. Die kämpfen auch noch in einem Krankenhaus hier. Gebams und hier Bams. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, machen wir weiter hier die Mauer kaputt. Ja, hier wäre es echt praktisch, wenn man die Spielgeschwindigkeit nochmal hochsetzen könnte, aber naja. das ist in diesem Fall leider nicht möglich, von daher haben wir jetzt wieder hier eine Mauerschlacht. Ein Kampf gegen die eiserne Mauer hier. Oh Mann, Freunde. Was macht ihr eigentlich da oben alle? Geht doch mit hier drauf. Was zur... Na ja, gut, okay. von daher, ja, wie gesagt, manchmal hilft das Lesen der Missionsbeschreibung. Beziehungsweise ein genaueres Lesen. Und, genau, also hindert uns dieser Bug hier nicht daran, diese Mission vernünftig auszuführen. Okay, seht ihr das? Wir können nämlich hier auch schon was machen. Genau, aber ich würde sagen, die Nahrung, sollen wir die nochmal sparen? Oder ich weiß ja gerade nicht, ne? Die verlangen halt sehr viel Nahrung. Aber die kriegen wir ja eh. Das heißt, ich würde jetzt die Nahrung tatsächlich ausgeben. Für ein paar Bürgerchen hier. Ja, ganz genau. Mach mal mehr Eisen, bitte. So. Genau, und somit haben wir auch eigentlich mehr Ressourcen für später übrig. Ja, für die Vorbereitung für die Schlacht, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Ne? Wir hatten ja beim letzten Mal sind wir noch hier unten hingegangen, überall. Und genau, hier hatten wir auch
Ne, die Stadt, die können wir uns tatsächlich theoretisch noch einnehmen. So, jetzt ist aber das Loch, denke ich mal, auf, oder? Ah, fast. Okay, Schritt für Schritt, Freunde. Und ja, da freue ich mich, dass ihr wieder hier dabei seid bei Empire Earth. Wie wir jetzt hier nochmal Rom erobern. Nochmal das Ganze, okay. Und der Cäsar, der muss natürlich dann direkt nach Rom. Beziehungsweise hier oben ans Kapitol. Um die Stadt hier auch einzunehmen. Wunderbar, Freunde. Ich glaube, das hilft uns jetzt schon mal weiter, dass wir da oben die Städte schon haben. Und rein hier. So. Und rein. Rein mit euch. Da sind die Einheiten. Sehr gut. Und alle platt machen. Alle kaputt machen einfach. So. Ja, ja. Macht ihr mal. Macht ihr mal. Ich vertraue euch da. Das schafft ihr schon, ja? Da sind noch mehr Bogenschützen da hinten. Die kotzen. So, Cäsar, wo bist du? Da bist du, Cäsar. Da. Dann wähl das nochmal an und... Zack. Haha, wunderbar, Freunde. Sehr schön, sage ich dazu. Und ja, im Prinzip... sind wir jetzt eigentlich auch schon da, wo wir... ja... weil wir jetzt mal aufgehört haben, beziehungsweise ich würde jetzt auch nochmal hier unten reingehen. Aber lieber erstmal hochheilen, das ist gar keine schlechte Idee, Freunde. Und vielleicht kriegen wir ja jetzt auch den Labinus aufgehalten hier unten. Bevor der mit dem Schiff abhaut. Vielleicht, also kann gut sein. Ja, die Heilrate, die kann natürlich ein bisschen höher sein, aber ich bin ja froh, dass ich überhaupt eine Heilung habe. Okay, Freunde. Ich würde auch mal sagen, es ist gut, dass wir immerhin eine Heilung haben. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch direkt weiter. Keine Zeit mehr verlieren hier. Den nehmen wir mit. Und ja, Freunde, da freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. An diesem Sonntag tatsächlich, Sonntag, Nachmittag bis Abend. Die Sonne scheint mir gerade ins Gesicht, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dafür wird es gleich umso schneller dunkel, von daher. Jo. So, Senator. Schützt die Standarte, genau. Ich weiß nicht, hätten wir diese Stadt hier vielleicht zuerst erobern sollen? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ich hoffe, die verlangen nicht so viel Nahrung jetzt hier. Oh nein, ich habe vergessen, das mit der Nahrung. Das war hier noch... Ach, Mist. Mist. 500 Einheiten Nahrung. Oh, was ist das jetzt hier? Jedoch alle... Wenn ihr jedoch alle Piraten auf Sizilien vernichtet, die ihrer Schifffahrt zusetzen, dann werden sich die... Würden sie sich euch mit Freuden freiwillig anschließen? Aha, auf Sizilien. Hier unten, Piraten. Okay. Okay, und irgendeiner hat jetzt meinen Senator abgemetzelt. Bringen Sie Cäsar in die Nähe des Senators? Ja. Die Option ist dann jetzt eh weg, weil irgendeiner den Senator abgemetzelt hat. Das kann ja wohl nicht sein. Okay, das heißt, wir müssen... Wir brauchen Schiffe... Das nicht zu knapp. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir hier einfach mal zurück. Bauen zwei Transporter und einfach jede Menge Kriegsschiffe, würde ich sagen. Ah, verdammt. Dann brauchen wir hier die Schiffchen. So. Alles klar. Dann, Freunde, machen wir hier einfach mal weiter. Weil dann, wenn wir die hier unten nämlich platt machen, diese Piraten auf Sizilien... Dann könnten die sich uns anschließen. Und das finde ich doch sehr, sehr gut. Oh, was ist... Ah, da können wir noch zwei Bürger hin tun. Ja, dann mach das doch mal. Wir brauchen nämlich unbedingt ein bisschen mehr Nahrung hier. Genau. Und... Ja, sehr gut. Wir haben unsere Transporter. Die Produktion geht aber schnell, die sind ja schon fertig, die Fregatten. Na gut, okay. Dann geht man hier rein, alle.
Ei-Ei-Captain. Genau. Ist der schon voll, oder was? Stets zu Diensten, Tribun. Hallo? Da passen doch noch welche rein. Der ist voll. Der ist auch voll. Okay, alles klar. Dann, Setzsegel. Genau. Jo. Ich hoffe, dass wir das schaffen hier unten. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir das echt schaffen mit 5 Schiffen. Oh Gott. Und 2 Transportern. Ohne Cäsar. Ja gut. An die Ruder. Geile Stimme. Gut, Freunde, speichern wir das nochmal unter Römer. Bevor wir hier elendig verkacken. Und die Stimme. Sessel. Oh Mann, man kann es auch übertreiben. Echt. So, dann machen wir mal Krieg hier gegen... Manche Mörder haben ver... Ja, okay. Lass die mal versuchen. Setz die Segel. Es ist einfach so geil. Geil, die Stimmen. Okay, Freunde, versenkt mal die Landratten hier. So, Galeere Bronzezeit. Ja gut, aber ich meine... wartet mal. Der zieht mir hier zu viel ab. Die ziehen mir hier irgendwie zu viel ab. An die Ruder, genau, an die Ruder hier. Ja, sehr schön, das kriegen wir doch hin hier. Das ist gar nicht so viel. Oh, da ist ein Kriegsschiff. Uiuiuiuiuiui. Okay, ein Kriegsschiff. Alles klar. Jawohl, Freunde, sehr gut. So, die haben wir platt gemacht hier. Kabäm. Und wir müssen jetzt hier auch noch die Türme platt machen, oder was? Ja, gut, aber... Wartet mal. Entladet euch mal gleich hier. Ich weiß ja nicht, wie viel der Turm schon Schaden macht. Der macht einiges an Schaden, okay. Dann... Metzelt euch mal durch hier, so. Barbaren. Okay, Barbaren. Wie krass. Okay, die Schiffe, die, naja. Helft mal hier beim Turm. Verdammt. So. Habem. Getreidelieferungen aus Ägypten sind auf dem Weg nach Rom. Schützen Sie diese Lieferung vor Pompeius Streitkräften. Lassen Sie nicht zu, dass mehr als 3 ägyptische Getreidelieferungen vernichtet werden. Okay. Aber die sollten sich doch jetzt hier uns anschließen, oder? Wir haben ja die Barbaren, die Piraten hier platt gemacht. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Also, das ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Dass die hier noch nichts sagen. Das ist gerade echt merkwürdig. Aber nicht schlimm, dann kommt ihr mal bitte zurück, weil wir werden euch später brauchen. Für die Verteidigung hier. Ich glaube, wir müssen einfach alles platt machen, oder? Ja, wenn wir hier dann alles platt machen von den Piraten, dann, ich glaube und hoffe... Boah, schau dich doch dieses brennende Schiff an. Das sieht krass aus. Dass die sich uns dann hier anschließen. Ich meine, was soll denn das? Die müssen sich uns anschließen. Fertig, Milord. Fertig, Milord. Fällt's hier bei echt bei Star Wars oder was hier? Alle bitte. Ah, verdammt. Gut, egal. Aber das Gebäude hier, das kriegen wir platt. Ja, Freunde, da gibt's doch tatsächlich noch ein bisschen was Neues hier in dieser Folge. Nach dem Neustart, weil das hätten wir ja sonst gar nicht gesehen, ne? Diese Piraten-Szene. Nö, hätten wir sonst eigentlich nicht gesehen. Und das finde ich doch mal mega nice. Mega nice. So. Ich befürchte, dass hier jetzt gleich die Schiffe ankommen wieder. Setzsegel, genau. So, wir haben die Piraten jetzt platt gemacht. Auf Sizilien. Und, ja, wie kommen wir jetzt hier weiter, dass die sich uns anschließen? Ah, sehr gut, da kommen gar keine griechischen Schiffe. Noch nicht.
mit ganzem Herzen. Okay, finde ich gut. Was macht der denn? Pompeius. Ja. Okay. Ja, ich habe die platt gemacht. Schließt ihr euch uns jetzt an? Was zur... Wo fahrt ihr denn hin? Ihr seid ja ein paar Assis. Lasst ihr einfach unsere Kameraden hier unten versauern auf Sizilien. Nee, 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 nee. Das geht ja mal gar nicht hier. Okay. Okay. Ja, gut. Ich meine, ihr könnt mal ein bisschen hier unten eigentlich warten. Ich brauche nur Cäsar. Ah, schaut mal. Sehr gut. Die haben sich uns angeschlossen. Ach, perfekt, Freunde. Perfekt. Das heißt, wir haben hier... Oh. Und wir haben hier einiges an Nahrung. Das finde ich sehr gut. Wartet mal. Was? Nein, 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 nein. Cäsar. Ich brauche dich. Da bist du, Cäsar. Jetzt können wir uns die Stadt hier holen. Die wollen ja sehr viel Nahrung haben. Von daher... Dann machen wir das doch mal. Ja, Freunde, gehen wir mal den richtigen Weg dieser Mission. Das letzte Mal, was wir da veranstaltet haben, das war ja nicht wirklich... So. Schließ dich uns an. Sehr gut. Haha, alles klar. Das heißt, so haben wir die Stadt auch gekriegt. Wunderbar, Freunde. Das heißt, wir kriegen jetzt hier ordentlich... Wir können jetzt hier ordentlich was an Einheiten bauen. Das finde ich doch mal sehr, sehr, sehr geil. Dann entladet euch mal. So, und ihr? Das ganze Team 1 kommt mal bitte in die Reichweite des Krankenhauses. So, Freunde. Dann können wir vielleicht doch sogar den Seeweg gehen, wa? Kriegsschiff. Wir brauchen mehr Holz, tatsächlich. So, hackt mal das Holz weg. Ich meine, wir haben es ja. So, da sind 6 am Gold. Ja, mein Lord. So sei mein Lord. Also wirklich. Star Wars lässt grüßen hier. Wo ist die Goldmine? Da ist die Goldmine. Seht ihr das? Da sind nämlich nur 2. Oh. Verdammt. Keine Nahrung. Und gut, Freunde, da haben wir gar nicht so viel Zeit verloren. Ja. Und wie die jetzt sich hier uns unterwerfen, ist auch eine sehr gute Frage. Schaut mal das Kolosseum. Ich würde sagen, wir rüsten als... Sollen wir als nächstes die Einheiten aufrüsten? Ja, ich denke mal schon. Aber wie gesagt, dafür... Warum arbeitet ihr nicht? Was zur... Hä? Okay. 1, 2 sind da. Nahrung ist gerade ein bisschen knapp, ne? Wir haben hier nirgendwo Nahrung. Wir können auch keine Mühlen bauen, weil wir die nicht, nicht ausgebaut kriegen. Deswegen. Ah, da kommt doch gleich ein Trigger, oder? Bauernhof. Ja, bau mal eine Mühle. Ich weiß ja nicht. Bau einfach mal eine Mühle. So. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt so funktioniert. Ah. Oder was? Nein, das funktioniert nicht. Warum kriege ich hier keine Nahrung? Verdammt. Und ihr müsst auch gar nicht beide dahin gehen. Ja, okay, Freunde, dann das gesamte Team 1 bitte hier runter. Da kommt eine nächste Nahrungslieferung. Das ist sehr gut, Freunde. Und, genau. Bevor die hier ein bisschen einschlafen, würde ich sagen, können die mal hier unten Türme aufbauen. Ganz genau, 148 kosten die. Ja, damit wir da ein bisschen Ruhe haben. Vor den Schiffen, die da gleich alle ankommen. Ne? Das ist ja echt. Und vor allem hier hinten, da kommen ja auch jede Menge Schiffe an. Alles klar, Freunde. Da würde ich sagen, machen wir gleich nochmal... Hier unten ist die Schlacht, die gleich anfängt.
machen wir als Folgenende nochmal die Schlacht. Wenn sich die Schiffe denn mal entscheiden, hier mal ein bisschen was schneller zu fahren. Oh Mann, ey. Ja, okay, Freunde. Die bauen den Turm auf. Finde ich gut. Die Reichweite können wir auch mal von den Dingern erhöhen. Ganz klar. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass das hier der Weg ist... Oh, oh, es geht schon los. Dass das hier der Weg ist, wie die Mission sein muss, im Prinzip. So, Titus Labienus. Mach den im Arsch. Da flieht er schon. Da flieht er schon. What? Kaputt machen den Typen. Verdammt, das geht gar nicht. Verdammt, das geht gar nicht. Um per Schiff nach Griechenland zu fahren. Ja, okay. Und sich dort neu zu formieren. Komm, den kriegt ihr doch, oder? Ah, verdammt, der heilt sich so schnell hoch hier. Nein! Ach, Mensch. Verdammt. Pompeius und Titus sowie der größte Teil ihrer Streitkräfte sind nach Griechenland geflohen. Wir müssen nachsetzen und ihn endgültig niederwerfen. Verdammt, er ist trotzdem entkommen. Wir können Schiffe bauen und das Ionische Meer überqueren, riskieren dabei aber von den überlegenen griechischen Seestreitkräften angegriffen zu werden. Ihre Patrouillen machen jegliches Übersetzen riskant und kostspielig. Andererseits könnten wir nach Norden ziehen und den Landweg nehmen. Dort allerdings müssen wir wahrscheinlich einige von Pompeius' mazedonischen Verbündeten angreifen. Das wird eine lange und möglicherweise blutige Reise durch schwieriges Gelände. Ja, genau, Freunde, da müssen wir uns quasi entscheiden. Genau, wir haben jetzt die Stadt hier. Da müssen wir uns quasi entscheiden, wie wir es machen. Ne, ob wir es über den Seeweg machen oder über den Landweg. Ich denke mal, wir machen es tatsächlich auf den Seeweg. Bauen wir ganz viele Schiffe hier. Kriegsschiffe. So. Weil wir müssen uns doch hier irgendwie verteidigen können. Gegen die Massen an Schiffen, die da gleich ankommen. Wir können ja auch Bürger bauen, ne? Einen mache ich mal für einen Turm hier. So, und die anderen Schiffe, kann ich die irgendwie... Ah, ne, hier. Ah, ne, ne, ne. Uncool. So. Den Turm. Einen Turm brauche ich hier oben auf jeden Fall. Und ganz viele... Wir haben auch hier diese Pilumträger, ne? Genau. Gold und Holz. Dann werde ich die auch mal da hinten hinstellen zur Unterstützung. Zur Verteidigung hier. Weil wir wissen ja, dass hier Schiffe kommen. Ne, das ist... Genau, da sind sie schon. Da sind sie schon. Das geht jetzt ab. Das ging aber echt schnell jetzt hier. Mach die kaputt da. Okay, 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 okay. Das zieht mir zu viel ab. Das zieht mir definitiv zu viel ab irgendwie. Setzt Segel. Wow, Freunde, die ziehen aber richtig viel ab. Oi, 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 oi. Bau den Turm fertig. Verdammt. Nein. Bau den Turm fertig. Na gut, dann zieht die ab hier. Ach. Verdammt, Freunde. Weiter ablenken. Weiter ablenken. Die typisch hier. Verdammt, Freunde. Nicht auf die Bürgerin. Um Gottes Willen. Ach, verdammt, Freunde. Haben wir hier noch... Oh, wir haben noch jede Menge Pilumträger hier. Sehr gut. Diese Schiffe, die möchte ich nämlich unbedingt platt kriegen irgendwie. Mönchemörder haben versucht. Ja, okay. Kaputt machen. So. Und dann hier. Oh, das klappt. Freunde, das klappt sehr gut. Oh, das Kriegsschiff. Alter Falter. So. Boah, dieses Kriegsschiff. Ja, verdammt. Aber hey. Sehr gut, dann. Die kriegen wir verteidigt sogar. Wenn alles gut geht, kriegen wir die verteidigt. Das wäre natürlich mal mega nice, wenn wir uns hier aufbauen könnten.
Dann könnte man nämlich tatsächlich den Seeweg nehmen. Beim nächsten Mal. Guck mal, die machen doch gar nicht so viel Schaden hier. Der macht doch gar nicht so viel Schaden. Bauen wir noch einen Bürger, bitte. Wir werden angegriffen. Ach, jetzt da vorne. Okay. So. Guckt euch das an. Also, der geht jetzt kaputt. Kommst du da hin? Verdammt. Ja, aber das passt. Wenn der so weitergeht, dann passt das. Ha. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Das sind nur die vier, okay. Das heißt, wir können uns da hinten aufbauen. Das ist natürlich mal mega gut. Aber Pilumträger. Ja, Freunde, da kommt die nächste Nahrungslieferung. Und dann würde ich auch tatsächlich vorschlagen, dass wir beim nächsten Mal den Seeweg nehmen. Ich weiß, Freunde, wir haben hier zwar streng genommen eigentlich gar keinen Fortschritt in dieser Folge gehabt, aber doch, wir haben Fortschritt. Wir haben die ganze Insel hier eingenommen. Aber naja, kommt ihr dahin? Das Kriegsschiff geht mir ganz schön auf die Nerven gerade. Ah nein, weiter aufbauen, um Gottes Willen. Gut, Freunde, dann würde ich aber mal sagen, wie es hier dann trotzdem weitergeht, sehen wir doch beim nächsten Mal. Genau, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Zieht gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, sehen wir doch beim nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ja? Tschüss.